Ja, was ist das K.O. und Killerkriterium einer akkubetriebenen Smart Home Kamera und der Albtraum eines jeden Users? Ja, genau, dir geht im Zweifel der Saft aus, genau zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich ein Video benötigt hättest. Und genau dafür hat Eufy ein Solarpanel im Angebot und das möchte ich dir im heutigen Video vorstellen. Das heißt, wir schauen uns gemeinsam an, was die Packung parat hält. Ich gehe kurz auf die Montage ein und zeige dir im Weiteren dann, wie das Solarpanel in der App aktiviert wird. Und wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran bis nach dem Intro. Ja, schön, dass du dran geblieben bist. Bevor wir hier durchstarten, kurz etwas Werbung in eigener Sache. Falls du hier neu sein solltest auf meinem Kanal, noch kein Abo hast, dann lass mir gerne an dieser Stelle ein Abo da. Aktiviere die Glocke und dann verpasst du auch keine künftigen Videos. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, es gibt sicherlich diverse Gründe, die dafür sprechen, auf eine akkubetriebene Kameralösung zu setzen. Die kennst du wahrscheinlich auch. Beziehungsweise einer der Hauptgründe ist wahrscheinlich, dass an der Stelle, wo du die Kamera einsetzt oder einsetzen möchtest, kein Strom vorhanden ist, der Aufwand zu groß ist, an die Stelle Strom zu verlegen. Und dann setzt man eben auf eine Lösung mit Akku. Im Grunde genommen bin ich auch mit dem Eufy-Set wirklich zufrieden. Ich hatte zuletzt ja auch ein 12-Monats-Fazit erstellt. Falls dich das interessiert, blende ich das jetzt eben nochmal hier rechts oben ein. Klick da gerne mal drauf, wenn du Interesse hast. Ja, und was ist natürlich der Worst Case in so einem Fall, wenn du auf eine akkubetriebene Lösung setzt? Der Strom geht natürlich zur Neige. Und in der Regel ist es ja so, dass du in der App rechtzeitig benachrichtigt wirst, dass du den Akku laden musst. Aber vielleicht bist du so ein Typ wie ich, der sowas dann auch gerne vor sich herschiebt. Und dann verpasst du eben den Zeitpunkt des Aufladens und die Kamera geht offline. Und genau zu dem Zeitpunkt, ja, hättest du ein Video benötigt, die Kamera hätte aufnehmen sollen und es ist eben dann kein Video verfügbar. Genau dafür hat Eufy eben dann jetzt dieses Solarpanel entwickelt, was für alle Kameratypen gilt. Und das schauen wir uns jetzt dann auch gemeinsam an. So, dann lasst uns mal schauen, was die Packung noch an Informationen bereithält. Es geht natürlich hier um das Solarpanel und zum dauerhaften Aufladen der Eufy-Kameras. Eufy verspricht hier ein einfaches Setup, was auch gewährleistet sein sollte, dadurch, dass halt die Halterung mit 2 bis 3, das sehe ich jetzt hier nicht genau auf der Abbildung, mit 2 bis 3 Schrauben eben fixiert wird und am Ende des Tages ist es ja dann nur noch das Anschließen des Kabels und ja, das Solarpanel ist dann eben kompatibel mit den Eufy-Kameras, bietet hier 2,6 Watt Leistung und ist dann entsprechend wetter- und staubfest. Hier auf der Seite ist nochmal abgebildet, für welche Kameras das Solarpanel eingesetzt werden kann. Kompatibel ist es dann hier mit der Eufy Serie 2, auch mit der Pro, ebenso für die Eufy 2C Serie, auch die Pro-Variante und eben dann für die Eufy Cam E. Ansonsten hier auf der Rückseite, was sehen wir hier noch für Informationen? Wie gesagt, es geht hier natürlich um das dauerhafte Aufladen der Eufy-Kameras. Die Kamera ist hier IP65 geprüft. Und was natürlich auch besonders erfreulich ist, dass hier die Kabellänge 4 Meter beträgt. Das heißt, da sollten auch diverse, ja, Längen überbrückt werden können, je nachdem, wo man halt das Panel dann platzieren kann, damit es die optimale Sonneneinstrahlung abbekommt. Für meinen Fall wird jetzt die Länge auf jeden Fall ausreichen und dann würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal den Packungsinhalt an. Da ist dann auch hier schon das gute Stück. Die Oberfläche ist jetzt hier etwas rau. Das sah auf den Bildern eigentlich eher glatt aus und direkt auf der Unterseite ist dann auch hier das Kabel fest fixiert. Ich versuche es mal so zu zeigen. Hat wie gesagt eine Länge hier von 4 Metern und was ich natürlich auch als praktisch empfinde, dass jetzt hier im Prinzip eine Kabelführung hinten aufgesetzt ist. Das heißt, wenn ihr natürlich die 4 Meter Länge hier nicht benötigt, dann könnt ihr hier das Kabel umwickeln, sodass ihr dann einfach nur die Länge seht und ja, anschließen könnt, die ihr dann eben auch benötigt, ohne dass da dann die Kabel irgendwie rumbaumeln. Ja, dann gibt es hier nochmal ein bisschen Beschreibung. So, lege ich nochmal so hin. Und es gibt dann entsprechend eben hier die Halterung. Jetzt sehen wir auch, wie viele Schrauben die dann hat. Also die kann hier dann mit oder wird hier mit kann hier mit 3 Schrauben fixiert werden. Hat hier oben dann so einen Kugelkopf, einen Gelenkkopf. Durch Drehen hier wird er dann locker, denke ich. Ja.
Kann man dann ein entsprechendes Panel einstellen von der Neigung her. Entsprechend wird dann hier auch wieder der Kugelkopf fixiert durchdrehen. Das wirkt jetzt hier so pulverbeschichtet. Ist, glaube ich, auch Metall, ne? Kein Kunststoff. Wie gesagt, pulverbeschichtet. Hier oben die Aufnahme, der Fixierungsring, der ist dann wiederum Kunststoff. Aber ja, da wird die Zeit eben dann auch zeigen, die Sonneneinstrahlung, wie lange hier das Material hält. Ich bin jetzt erstmal positiv. Und dann gibt es hier noch verschiedene Halterungen bzw. Montagesets für die verschiedenen Kameratypen. Es sind im Prinzip nochmal Gummidichtungen, falls irgendwie dann doch Wasser am Kabel entlang rinnen sollte. Also eben hier für die Eufy Cam E, für die 2C-Serie, für die Eufy Cam Solo. Die war jetzt, glaube ich, nicht auf der Verpackung abgebildet. Eufy Cam Solo, ist das überhaupt eine Kamera? Sagt mir gerade gar nichts. Und dann eben hier die Eufy Cam 2 und die Pro-Variante. Da ist jetzt auch nochmal hier so ein eine größere Haltung mit drin. Und am Ende des Tages hier noch Schrauben, die mitgeliefert sind. Ja, und dann kann man eben dann hier auch alles montieren. Und das war es dann auch schon, was die Packung hier beinhaltet. Ja, jetzt wollte ich doch nochmal genau wissen, wie sich das hier Eufy vorstellt mit dem Set für die 1er und 2er Cams, auch in der Pro-Variante. Und das wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Von daher habe ich hier mal kurz in die Anleitung geschaut. Und im Prinzip zeigt hier das Schaubild ja alles Notwendige. Im Prinzip hat ja hier das 2er-Modell, das 1er und das 2er-Modell hier so eine Aussparung am Ende der Kamera, die so ein bisschen auch in die Kamera hineinläuft. Und man soll dann eben hier die Halterung, die soll man dann eben hinten aufsetzen, so dass dann auch die Kamera hier wirklich vor der Feuchtigkeit geschützt ist. Und das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Jetzt geht es aber ab zur Montage. Ja, die Montage war jetzt wirklich kein Problem. Das heißt, ich habe die mitgelieferten 3 Schrauben verwendet, allerdings andere Dübel, die waren dann doch etwas mickrig. Habe dann die Halterung montiert, das Solarpanel aufgesetzt und du siehst es ja auch parallel. Ich habe von den 4 Metern Kabel ungefähr 80 cm benötigt und der Rest passt wirklich sehr gut auf das rückseitige Kabelmanagement. Also das lässt sich wirklich alles sehr gut verstecken. Und dann habe ich eben das Kabel hier am Vordach vorbeigeführt Richtung Kamera. Und bevor du dann eben den Stecker auf die Kamera aufsetzt, muss natürlich die mitgelieferte Dichtung drauf. Die hat jetzt etwa hier das Maß von der Größe hier, siehst du auch gleich. Das heißt, das Maß von der Dichtung ist wirklich auch natürlich so angepasst, dass dann auch der Stecker oder die Steckerzuführung auf der Rückseite der Kamera sehr gut abgedichtet ist. Also das steht der Originalabdeckung nichts nach und passt dann auch wirklich sehr gut rein. Und ich habe dann jetzt eben geschaut, dass die Kabelführung Richtung Kamera im Prinzip eine Schlaufe hat, so dass dann auch das Wasser im Prinzip nicht den Weg zur Kamera findet, sondern nach unten mehr oder weniger abtropfen kann. Das ist eben nochmal eine wichtige Angelegenheit, denke ich. Aber das kannst du irgendwo auch selbst beeinflussen. Und dann sollte das genauso dicht sein, wie wenn du eben einfach nur die rückseitige Abdeckung ganz normal verwendest. Ja, das war dann auch schon der schwierigste Teil der Installation und ich war natürlich total gespannt, ob das mit dem Aufladen auch direkt funktioniert. Habe dann die Eufy-App geöffnet und das siehst du auch jetzt wieder parallel, wie es im Weiteren dann aussieht nach der ersten Einrichtung. Das heißt, du gehst eben in den Power Manager und dir wird auch schon direkt angezeigt, dass im Prinzip eine Aufladung stattfindet. Das heißt, das Batteriesymbol blinkt ja. Die Kamera denkt allerdings immer noch zu dem Zeitpunkt, dass sie eben normal an die Homebase angeschlossen ist oder an eine normale Stromquelle. Deshalb siehst du halt so dieses Akkusymbol dann auch blinken oder das Ladesymbol blinken. Und dann musst du eben in den Power Manager gehen, also in die Kameraeinstellung, dann in den Power Manager und dort wirklich umstellen von Batterie auf Solarbetrieb. Und du siehst auch parallel, dass die Kamera dich dann nochmal abfragt oder von dir bestätigt haben möchte, dass du tatsächlich auch das Solarpanel angeschlossen hast. Das kannst du dann natürlich bestätigen. Und dann kommt nochmal ein Hinweis, dass im Solarbetrieb eben die Status-LED im Prinzip deaktiviert ist, nenne ich es mal. Und das war dann auch schon die ganze Konfiguration, die du vornehmen musst. Du siehst dann auch links oben neben dem Batteriesymbol, wird dann so ein kleines Solarpanel eingeblendet, was dann eben für dich auch der Hinweis ist, dass das grundsätzlich erstmal alles richtig konfiguriert ist.
Und im nächsten Abschnitt zeige ich dir dann nochmal kurz ein paar Hinweise, wie sich das von der Zeitdauer jetzt bei mir entwickelt hat. Ich habe das jetzt so ein paar Tage dann auch beobachtet und kann dir da schon mal so ein kleines Feedback geben, ja, mit welcher Zeitspanne man da rechnen muss. Und das zeige ich dir jetzt nochmal gleich. Gut, was kann ich dir jetzt als erstes Fazit mit auf den Weg geben? Für mich ist die Verarbeitungsqualität hier von dem UV-Solarpanel absolut solide, für den Preis absolut angemessen und der Langzeiteinsatz über die verschiedenen Jahreszeiten hinweg und auch über die verschiedenen Jahre hinweg wird natürlich zeigen, wie sich das so von der Qualität dann auch entwickelt. Ich hoffe, es hält natürlich jetzt ein paar Jahre. Eufy gibt hier nochmal die Empfehlung, auch regelmäßig die Oberfläche mal oder ab und zu mal die Oberfläche zu reinigen, damit dann hier auch das Solarpanel seine absolute Leistungsfähigkeit regelmäßig abrufen kann. Und ich wollte dir auf jeden Fall nochmal zeigen, wie sich jetzt hier so ein Ladezyklus über den Tag verteilt entwickelt hat. Das blende ich dir jetzt nochmal parallel ein. Und an dem Tag war es auch wirklich wechselhaft vom Wetter her. Das heißt, Sonne war dabei, Regen war dabei, Schatten war dabei. Also eine ganz gute Mischung. Und ja, ich habe dann morgens gegen 8 Uhr hier den ersten Screenshot gemacht. Da war der Ladestatus bei 77%, dann 2 Stunden später bei 80%. Und gegen 16 Uhr dann bei 92%, das heißt über die 8 Stunden hinweg knapp 15%, und das allein an einem Tag. Und das ist für mich wirklich mehr als überzeugend gewesen jetzt auch und finde ich auch sehr gut. Und es war natürlich auch so, oder die Kamera ist so eingestellt, dass die auch wirklich jetzt dauerhaft mehr oder weniger filmt. Das heißt, immer wenn dann auch Bewegung erkannt wird, geht hier auch ein Video los. Und da wir hier zu 14 im Haushalt und hier auch immer ein bisschen Bewegung vom Haus ist, dann hat er auch wirklich regelmäßig Filme gemacht. Und das ist für mich jetzt absolut auch das Zeichen, dass es eine gute Entscheidung war. Ich habe jetzt erstmal ein ganz gutes Gefühl, dass ich hier ja erstmal keine Gefahr mehr laufe, dass der Kamera irgendwann mal der Saft ausgeht. Und ich muss die jetzt wahrscheinlich auch erstmal in nächster Zeit dann nicht mehr abschrauben. Also erstmal alles das erreicht, was ich wollte. Die Kamera hat dauerhaft Strom und das scheint soweit auch erstmal alles dann wirklich zu funktionieren. Und von daher hat mich das auf jeden Fall hier jetzt überzeugt. Abschließend auch die Einblendung, dass du das natürlich in der Home-App siehst, dass die Kamera geladen wird. Du siehst allerdings nicht, ob das jetzt hier per Solarpanel geschieht oder eben dann doch normal per Stromanschluss, aber du siehst auf jeden Fall, dass die Kamera sich hier im Lademodus befindet. Und ja, das ist das, was die Home-App anzeigen kann. Und das wollte ich dir auf jeden Fall auch noch hier zum Abschluss zeigen. Das soll es soweit gewesen sein zum heutigen Video über das Eufy Solarpanel. Ich hoffe, ich konnte all deine Fragen beantworten. Wenn Fragen offen geblieben sind, dann schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Ich versuche die dann so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn dir das Video gefallen hat, weitergeholfen hat, dann würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Video auch wieder dabei. Mach's gut, bis bald.